Einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Freiberg. Hallo. Hallo, hallo. Zur nächsten Sendung. Wir senden mal wieder live aus dem wunderschönen Tropikus und haben uns wieder ein schönes Thema heute ausgesucht, was da heißt... Richtiges Verpacken. Und Versenden von Zierfischen. Jawohl. Spitze. Wir müssen erst mal ein bisschen warm werden und wir haben euch erst mal ein bisschen was zu zeigen. Unsere schöne Maschine. Ja. Die sogenannte Klickmaschine, oder? Richtig. Jetzt daran hier. Jawohl. Welche uns schon 10 Jahre lang hier im Tropikus begleitet. Genau. Klickmaschine wollen wir euch ganz kurz erklären. Warum Klickmaschine? Da haben wir im Prinzip mal eine Wurst, heute käuflich erworben, eine Salami. Und diese Maschine kommt im Prinzip aus dieser Branche der, ja, wie kann man sagen, Großverpackung oder was von Salami-Würsten? Also Fleischerei, also Fleischerei-Industrie, Fleischereibedarf. Und wir haben uns überlegt, wie kann man Zierfische also möglichst professionell verpacken. Und da sind wir bei der Maschine auf der Messe gelandet. Und wir wollen euch anhand der Salami auch zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Vorerst mit der Wurst, also wir zeigen euch das mal. Wichtig ist natürlich, dass die Maschine über den Kompressor angeschlossen ist. Dann ist sie geladen mit den Klickern und dann nimmt man die Salami in dem Falle. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ah. Und so seht ihr es im Prinzip überall hängen in der Fleischerei. Der Klick, der Clip ist fest angeklickt. Die Salami kann dann schön käuflich erworben werden. Und vielleicht können wir ein bisschen näher rangehen. Das ist also dieses Verschlussprinzip für eine Salami. Man fragt euch natürlich, wie kann man so Fische übertragen? Ist ganz naheliegend. Wie immer haben wir ganz spontan jetzt alles vorbereitet. Genau. Ronny, ne? Wir beginnen mit... Wir legen erstmal die Wurst weg, oder? Die Wurst beiseite. Also du, hast du noch ein bisschen Appetit, oder? Später vielleicht. Das ist übrigens eine sächsische Salami. Also, später vielleicht. Okay. Und sehr geruchsintensiv. Du. Ey, riech mal. Schlimm. Das ist übel, hä? Schlimm? Ja, schlimm. Wie Salami riechen kann, ne? Ja. Gut, Spaß beiseite. Also, gehen wir ins Foto. Wir haben ja vorbereitet den klassischen Fischfang. Also, es ist etwas beengt heute hier. Fischtüte ist klar, gibt es tausende verschiedene. Und die wichtigste Faustregel beim Fischeverpacken, falls ihr mal irgendwo Fische kauft, nicht unbedingt, kann ja auch mal sein, ihr holt woanders Fische, dass also ein Drittel Wasser im Beutel ist. Und 2 Drittel Sauerstoff. Und 2 Drittel Sauerstoff, wobei wir beim Thema sind. Der Ronny würde euch jetzt mal zeigen, wie die Tüte mit dem Fisch, wir haben also hier mal einen Kampffisch reingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ein Fischlein schwimmt darinnen. Und im Tropikus ist es so, wir kommen also mit unserem Kescher und dem Tier dann her. Und jetzt nimmt der Kunde das Fischl mit. Und es wird dann über die Klickmaschine praktisch verpackt. Johanna wird mal ein bisschen was erzählen dazu. Genau. Hierbei einfach den Sauerstoff. Ich sage jetzt mal einfach dazu, hier bei uns im Tropikus wird es so gemacht, wo es wie anders gemacht wird. Ist nicht so immer der Fall, natürlich. Ne? Wieso? Wie meinst du das jetzt? In anderen Geschäften. Ey, das ist ein Kunde, hä? Du kannst dich doch nicht einfach schlecht machen, alle. Heißt nicht schlecht machen. In anderen Geschäften wird es nicht immer so fachgerecht gemacht wie hier bei uns. Gut umschrieben, ja? Gut umschrieben, Ronny. Also wie gesagt, der Sauerstoff wird rein. Ich zeig's nochmal unseren Aquarianern. Reiner Sauerstoff. Oh, jetzt ging's ganz schnell bei dir auf einmal. Jetzt ging's ganz schnell, ja. Warst müssen wir nochmal eine Slow Motion machen. Ne, ist okay. Warst du schnell? Ist okay. Jetzt ist er schon. Ne? Somit luftdicht. Ja. Sauerstoff kann nicht mehr entweichen und so wird praktisch der Fisch am stressfreisten transportiert. Genau. Jetzt haben wir noch Jahreszeiten im Prinzip, wo es ein bisschen kühler wird. Deshalb versuche ich mal kurz den einzurollen. Fischgerecht. Also in dem Fall immer dran denken, ja, die Zeitung natürlich spitzenmäßig verpackt. Ne, also kein Wurstfachverkäufer sozusagen. Nee, also kein Wurstfachverkäufer, sondern einfach nur Verpackungskünstler. Zeitung nehmen, schön dreilagig einwickeln den Fisch, Beutel und dann im Prinzip dem Kunden übergeben, dem Aquarianer. Ne? Zu der ganzen Verpackung darf ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen, Ronny. Ne?
Ergänze. Ich ergänze. Weil er das Thema angesprochen hat, reiner Sauerstoff im Wasser. Es ist also wirklich nie, man kennt überall woanders, wo kein reiner Sauerstoff vorhanden ist, wird dann die Tüte nicht mittels Mundluft, das ist das Schlimmste, habe ich auch schon gesehen. Das heißt, die Tüte wird aufgeblasen, es kommt dann verbrauchte Luft in die Tüte, was natürlich schändlich ist. Geht gar nicht. Viele machen dann ganz schnell die Tüten zu, machen es herkömmlich mit dem Gummi, funktioniert auch, aber das Beste ist natürlich reiner Sauerstoff. Ja, weil der Fisch im Prinzip dann für den Transport wirklich bestens vorbereitet ist und das Immunsystem des Fisches natürlich entsprechend geschont wird. Ja. So wie der Fisch dann im heimischen Aquarium ankommt, ist natürlich entscheidend, wie er durchhält, wie er konditioniert ist, wie er letztendlich schön im Becken rumgondelt. Ja. Okay. Okay. Ganz kurz noch die Frage, oder was heißt da ganz kurz, die Frage Versand angesprochen. Ja. Dazu haben wir auch eine Kiste vorbereitet, Ronny würde ich mal holen. Bist mal so lieb, hebt ja keinen Bruch. Ja, wenn Fische auf Reisen gehen wollen, na, also ist das große Thema ist natürlich auch online, wo wir heute unbedingt drauf eingehen wollen. Hatte ich mir eigentlich nicht aufgeschrieben, aber fällt mir jetzt so spontan ein. Ganz, ganz wichtig. Viele Online-Shops also wachsen ja auch in der Aquaristik wie Pilze aus dem Boden, na, unübersichtlich, massenhaft Händler. Wir können zu dem Thema eigentlich nur sagen, Tropicus unabhängig von uns, wir wollen eigentlich die lebenden Fische ungern über Nacht auf Reise schicken. Ist eigentlich die Grundaussage. Richtig oder was meinst du? Den Fisch praktisch sehen, ja, aus der Anlage, ja, oder, ja, in der Anlage und dann direkt beim Händler kaufen. Genau. Und den langen Transport, wenn es nicht sein muss, möglichst vermeiden. Genau. No? So kann man sich die Fische auch angucken und weiß ganz genau, die sind top und kann sie sofort mitnehmen. Ihr, ja, wisst ja, wie es ist. Alle wollen sich heute auf den Markt rennen. Jeder will sich ein Stückchen vom Kuchen abschneiden. Harter Wettbewerb, keine Frage. Letztendlich steht es jedem frei, wo er kauft, was er kauft. Aber wir sagen unseren Kunden in Tropicus immer, okay, wir handeln ja nicht mit Fernsehgeräten oder Toastern oder irgendwelchen Smartphones, ja, sondern wir haben wirklich Lebewesen. Und für die Lebewesen bedeutet es, wir wissen ja, wie die Fische jede Woche ankommen. Absoluter Stress, wenn die also versendet werden. Da kann noch so viel getan werden. Na, der Fisch hat transportbedingt immer ein geschwächtes Immunsystem und kommt wirklich geschwächt an. Und kann im ungünstigsten Falle doch beim Transport, genau, was passieren. Genau. Ja. Solltet ihr trotzdem Fische online kaufen, ist es also wichtig, dass der Händler oder das Tropicus oder wer auch immer also die ein Drittel Wasser, zwei Drittel Sauerstoffvariante fährt. Ganz wichtig, dann sollte der Fischbeutel entsprechend in einer Styroporbox, die ich jetzt mal hier geholt habe, schön verpackt sein. Sollte es in der kalten Jahreszeit einen Online-Versand geben als über Nacht, ist es ganz wichtig, dass die sogenannten Heatpacks natürlich dran sind. Ja, das sind kleine Kissen, die gefüllt sind mit Aktivkohle. Genau. Die werden vorher vorgeheizt und, vorgeheizt und geben ungefähr 10 Stunden die Wärme ab, langsam ab in der Kiste. Und so ist eine Temperierung der Box natürlich gewährleistet. Heißt also im Endeffekt, Klappe zu, Fisch nicht out, hoffentlich. Und für diese, ja, Zeit völlig ausreichend. Na, so, dann kommt im Prinzip das Band rum und das Wichtigste ist natürlich, es gibt nur noch eine Spedition in Deutschland oder Europa, die zertifiziert ist, Fische auch zu transportieren, also über Nacht zuzustellen. Und zwar ist es die Firma Go, ganz wichtig. Also wenn euch irgendwelche anderen Speditionen unterjubelt werden, ist es problematisch. Die Firma Go hat also als einziges Zertifikat, Verzeihung, bis 10 Uhr die Tiere zuzustellen. Termingerecht und dass das auch pünktlich ankommt. Dass es pünktlich ankommt. Ja. So, also wie gesagt, wenn die Kiste rausgeht bei uns, dann wirklich versuchen wir die Tiere vorher zu fotografieren, dem Kunden ein paar Fotos aus der Stockliste zuzumailen und alles im Prinzip zu handeln. Und wenn die Fische so verpackt werden wie hier, ja, können die locker je nach Verpackungsdichte und Größe der Fische bis 24 Stunden und länger unterwegs sein, ohne dass dem was passiert. Genau. Ja. Tja, was sagst du? Das war es eigentlich zum Verpacken. Zum Verpacken eigentlich der Fische. Mehr brauchen wir uns nicht sagen. Wir haben euch unsere wunderschöne Tropicus-Maschine vorgestellt, muss man wirklich sagen, die uns ein absoluter Helfer ist. Also wenn wir heute an einem Samstag oder mal wenn mal viel los ist, die Fische herkömmlich mit Gummis, ja, verschließen wollten, wird es problematisch. Volltreffer. Würde es sehr, sehr lange dauern. Also haben wir uns dazu entschieden, die Klickmaschine zu nehmen und ordentlich zu verpacken. Ja? Wir hoffen, euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben in die Verpackung von Zierfische.
Wie gesagt, achtet in den Aquarien oder bei den Händlern drauf, dass die Fische so verpackt werden. Und wir würden uns freuen, dass, wenn ihr bei uns mal im Laden seid, dass ihr die schöne Geschichte mal live erleben könntet. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuschauen. Recht vielen Dank. Bis später mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ein Lächeln. Ciao. Wie nach jeder Sendung, wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir uns eigentlich immer schon verabschiedet haben. Das ist eigentlich völliger Blödsinn. Ne? Weil noch was dazu gehört. Richtig. Es gehört dazu, das gewisse Bonbon, was wir uns für zum Schluss aufheben. Und zwar, wir haben es in der vorherigen Sendung schon ganz kurz immer umrissen. Es gibt also sogenannte Fischversprecher bei uns im Laden, im Tropicus. Also eine Sache, ne, dass Aquarianer unbewusst Worte aussprechen, ist natürlich ziemlich schäbig von uns, das jetzt auszunutzen. Aber wir wollen es euch nicht vorenthalten. Wir wollen euch einfach die Fischversprecher im Laden mal ein bisschen präsentieren und die auflösen. Und der Ronny startet wie beim Telelotto wieder mit der ersten Ziehung. Bitte schön. Dankeschön. Bitte schön. Als erstes wäre dann hier das sogenannte Siamfisch. 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 Was auch immer das bedeuten soll. Ein Wahnsinn. Siamfisch. Ihr könnt schon mal überlegen, vielleicht kommt ihr drauf, ne? Weiter zum geht's. Zweiten. Starlet. Starlet. Das klingt, Starlet. Das klingt ein bisschen nach Hollywood. Nach Hollywood, nach roter Teppich. Wahnsinn. Starlet. Das Sternchen. Und als drittes wäre dann das sogenannte Kabelfisch. Kabelfisch oder Kabelbinder? Kabelfisch. Kabelfisch. Also wie Kabel. Kabel, geschrieben. Fisch. So, hä? Richtig. Kabelfisch. Wahnsinn, Leute. Okay, das sind unsere drei heutigen Fischversprecher. Und wie immer wollen wir euch natürlich, danke Ronny, mit Rot die Auflösung bringen. Die Auflösung nicht vorenthalten. Der Siamfisch. Henne, was sagst du? Haben wir lange gerätselt, was es ist, ne? Lange gerätselt. Aber wir wissen es ja, weil die Aquarianer wissen ja, was sie wollen, welchen Fisch. Also von daher haben wir natürlich dann immer gleich die Auflösung. Naja. Die sogenannte siamesische Rüsselbarbe. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz was dazu sagen, zur siamesischen Rüsselbarbe? Siamesische Rüsselbarbe ist ein sehr guter Algenfresser. Siamesisch. Fleißiger Algenfresser. Solange wie sie relativ klein sind. Mhm. Wenn sie dann etwas größer sind, werden sie ein klein wenig fauler. Ein Wahnsinn, ne? Also der Siamfisch, siamesische Rüsselbarbe haben wir noch nie gehört. Der blanke Wahnsinn, okay. Starlet ist relativ einfach, liegt nah. Liegt nah. Das sogenannte Sterlet. Sterlet. Wir sind ja jetzt in der Teichsaison. Ein Teichfischlein. Schieb mal alles um. Also im Prinzip, Sterlet ist ja ein Stür. Stür. Also eigentlich ganz süß, ne? Starlet und Sterlet. Finde ich gut. Sehr gut. Kabelfisch. Kabelfisch war natürlich, ja. Hat er mich vorhin gefragt, Ronny, weil er es nicht mehr wusste. Weil ich nicht mehr wusste. Aber wir können es nur so erklären, es ist ein Antennenwels. Wie derjenige draufgekommen, wir denken durchs Geweih. Also durch die. Weil das Geweih des Mannes. Des Mannes aus, sehr ausgeprägt ist. Eigentlich wie ein Kabelwulst aussieht. Ja, ist schon richtig, ne? Also von daher die Intuition. Antennenwels, ne? Mann. Groß. Wels. Also machen wir mal das hier. Viel. Ein Menschen, ne? Ja. Sieht da ungefähr so aus, ne? Schnauze, Kopf, quack, quack, quack. Und hier gehen so kleine Geweihe hoch. Ne? Das ist es, ihr kennt sie alle. Das hatte ich immer Männelweibel. Die Weibel sind halt ganz flach, haben nur ein paar Stüppeln drauf, also auch in Geweih auf jeden Fall. Aber nicht die großen Kabel sozusagen. Die großen Kabelbinder hat nur der Boss. Am Sanja ist ein Künstler verloren gegangen. Wie weißt du, was ich studiert habe eigentlich? Ich habe nicht Aquaristik studiert, sondern. Ja. Lehrer. So, Lehrer. Ich bin gleich Lehrer. Gut. Schnitt, würde ich sagen. Alles gut. Ich kann auch zeichnen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ne? In diesem Sinne nochmal Tschüssi und schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss, danke.